Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil dieses Let's Plays von Pentiment. Das Spiel beschäftigt mich doch sehr und ich nehme deshalb diese Session jetzt noch auf, auch wenn ich nicht vor Greenscreen sitze. Aber das sei mal dahingestellt und vollkommen egal. Es gibt tatsächlich zwei, drei Sachen, die mich persönlich sehr interessieren und die mich auch in der entworfenen Spielwelt nicht loslassen. Gut. Es wird wahrscheinlich eine Geschichte sein, die sich sehr ähnlich anfühlt, im direkten Vergleich zum Namen der Rose von Umberto Eco. Das kann ich jetzt aber noch nicht bestätigen oder nicht bestätigt wissen. Dafür sind wir zu frisch im Spiel. Aber es gibt zwei, drei andere Sachen, die mich interessieren und die vermutlich auch nicht zufällig so angelegt sind. Doch dafür gehen wir gleich direkt ins Spiel. Und ich möchte mit zwei Sachen anfangen. Ja, also hier im Hintergrund sieht man, wie sich das Screen spiegelt. Ich versuche das mal anders aufzustellen, so ist besser. Also man macht das Bild mal kleiner. Wenn es schon nicht so gut ist, dann brauchen wir es auch nicht in groß. Also, es gibt zwei, drei Sachen, die mich wirklich interessieren. Das eine ist der Zusammenhang von Personen und Namen. Also wir haben hier ein sehr internationales Publikum in diesem Kloster in Kirsau. Das ist für monastische Lebensumwelten und vor allen Dingen für die großen Bettelorden und Mönchsorden nicht unüblich, vor allen Dingen nicht für die Benediktiner. Und wir haben zum Beispiel Stenna als eine Schwester aus Böhmen oder Aegon aus Cornwall oder Guy und Mathieu aus Frankreich. Und auch der Prior selbst ist nicht aus Deutschland, er kommt aus Ungarn. Und das habe ich bisher in meinen Aufzeichnungen nicht nachgeschaut. Und dann ist auch relativ klar, dass der Name ein sehr spezieller ist. Und darauf schauen wir jetzt auch mal. Ich habe immer Ferenc gesagt, weil ich nicht geschaut habe, wo er herkommt. Wenn es aber ungarisch ist, ist es Ferenc. Und das steht für Franziskus. Also das heißt, das ist ein Heiligenname, der hier direkt anzitiert wird. Moment. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist Franziskus? Also Ferenc. So. FG, 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 FG. Da, Ferenc. Auf der Seite ist er. Genau. Und tatsächlich steht es auch, er kommt aus Ungarn und ist Prior der Abtei. Ja, und Guy zum Beispiel kommt aus Frankreich und Mathieu, wo ist er? Da. Ist auch aus Frankreich, ne? Aber steht hier nirgendwo. Sei es drum. Also, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir einen sehr großen Anteil, oder Wojislav ist zum Beispiel auch noch so ein, ist auch ein Mönch, der in Kiesau lebt. Besonders ist, dass der Abt Gernot heißt. Wir haben noch einen anderen Mönch. Mal sehen, ob der gerade singt. Hier höre ich mal. Ja. Und der heißt Rüdiger. Also das heißt, wir haben sehr wenige Menschen, die einen germanischen, also einen Namen germanischen Ursprungs haben. Dann haben wir eine ganze Reihe Mönche, die deren Name religiösen Ursprungs ist, also biblischen Ursprungs, Lukas zum Beispiel, oder Matthäus für Matthäus. Und wir haben eine große Gruppe an Namen, die auf ehemalige Kirchenväter oder zum Beispiel Ordensstifter wie Franziskus zurückverweisen. Und auch Andreas, so wie unser Charakter heißt, ist ein Name biblischen Ursprungs. Und das ist schon erstaunlich, denn die beiden deutschen Namen, zumindest die ich jetzt in Erinnerung habe, Gernot und Rüdiger, beziehen sich alle beide auf den Speer, auf die Lanze. Und das kann jetzt im Moment reiner Zufall sein, aber es ist schon bezeichnend, dass wir hier Probleme haben mit Moritz, ja, oder Mauritius.
in den unterschiedlichen Darstellungen und eben demjenigen, der die heilige Lanze gehalten haben soll. Und das bringt uns zu einem zweiten Punkt, nämlich, dass wir uns tunlichst darum kümmern sollten, was es mit der Geschichte von Tassing auf sich hat, die so ein bisschen zu changieren scheint zwischen römischer und also römisch-heidnischer Vorgeschichte und christlicher Heiligengeschichte, die darauf aufbaut. Und besonders Moritz scheint es zu betreffen. Und das Ganze wird in einem Zusammenhang noch besonders wichtig werden, wenn wir uns um die finanziellen Grundlagen der Abtei bemühen. Denn sollte irgendetwas ja, an Moritz krumm sein, was möglicherweise in der Geschichte von Tassing steht, dann haben wir hier ein handfestes Motiv für eine tolle Kriminalgeschichte, die man erzählen kann. Gut, aber schauen wir mal weiter, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Ich würde wenigstens versuchen, heute den Tag fertig zu spielen in dieser Folge. Mal sehen, ob mir das gelingt und dann kommen wir von dort aus weiter. Gut, aber reden wir erstmal mit Mathieu, der hier vor dem Schrein steht. Gott segne euch, Andreas. Hallo, Bruder Mathieu, was macht ihr hier draußen? Ich dachte, ihr wüsstet, dass ich mich neben meiner Rolle als Sakristan von Kirsau auch um den Schrein des heiligen Moritz kümmere. Er ist der Schutzpatron von Tassing und Kirsau. Daher ist es meine Pflicht, mich um sein Reliquiar zu kümmern. Der Schrein ist immer wunderschön gepflegt. Wann immer ich ihn besuche, inspiriert er mich. Das Martyrium des heiligen Moritz inspiriert uns alle. Ihr seid mit dem Leben des heiligen Moritz vertraut, nicht wahr? Ich habe mich so sehr auf mein Meisterstück konzentriert, dass ich nie auch nur einen Moment Zeit hatte, etwas über den heiligen Moritz zu erfahren. Nun, ihr solltet wenigstens etwas über den Schutzpatron von Tassing lernen, solange ihr hier seid. Unbedingt. Der heilige Moritz ist vor allem für sein Martyrium durch die Römer bekannt. Er schützte eine Stadt der Christen vor einem Massaker und im Gegenzug wurden er und seine Legion dezimiert. Ne, spielen jetzt ja nicht die Korinthenkacker. Meint ihr seine Legion, würde das nicht bedeuten, dass er ein römischer Soldat war? Ja, er war ein römischer Bürger und führte eine Legion, die ausschließlich aus Christen bestand, nach Bayern. Als er sich weigerte, die Christen zu töten, obwohl sie Verräter an Rom waren, ließ der Kaiser seine Legion abschlachten. Die meisten Pilger, die zu Besuch kommen, wissen nur das über sein Leben, wenn überhaupt. Tassing verehrt den heiligen Moritz, weil er die Stadt bekehrt und vor der Zerstörung gerettet hat. Der heilige Moritz kam hierher. In der Tat, er und seine Legion wurden auf diesem Pass eingeschneit und die Stadtbewohner weigerten sich, ihnen zu helfen. Die Tochter des Stadtoberhaupts, Satie, war so bewegt, dass sie aus der Stadt schlich, um zu konvertieren. Satie. Sie führte Moritz zu einer Quelle und sobald sie getauft war, schmolz der Schnee und enthüllte alle möglichen Früchte. Moritz und seine Legion wurden durch diese wundersamen Geschenke gerettet. Die Stadt wurde bekehrt und die Rebellen flohen in die Berge. Was ist mit Satia passiert? Auch sie wurde wegen ihres Glaubens von den Rebellen in der Stadt als Märtyrerin getötet. Jetzt bewahrt ihr Schrein Tassing vor Schaden. Das war eine erstaunliche Geschichte. Vielen Dank für die Lehrstunde, Bruder Mathieu. Herzlich willkommen, Meister Maler. Gott segne euch. Bis später, Bruder. Soweit eine standardmäßige Heiligenlegende inklusive Martyrium. Also richtig. Also, Moritz hatte eine Legion nur aus Christen.
Ich hab's nicht verstanden. Und wurde deswegen später vom Kaiser getötet? Satya. Also Moritz kam mit seiner Armee mit Christen nach Tassing. Und die wurden eingeschneit. Und dann kam Satya, die Heiden Satya, kam Moritz zur Hilfe. Es gab genug Früchte. Alle waren gerettet und daraufhin bekehrte sich die Stadt Sating. Die Rebellen flohen in die Berge. Also die faktisch nicht sich bekehren lassen wollten. Ist auch nicht unüblich. Dann erleidet Satya das Martyrium und später tötet der Kaiser Moritz. Und wie kommt die Hand nach Tassing? Das würde bedeuten, dass Moritz in Tassing gestorben ist. Das heißt, auch hier bestattet wurde. Das bedeutet aber, dass er die heilige Lanze nicht gehalten haben kann. Das ist ziemlich abgefahren. Okay, also da haben wir die Lanze, da haben wir den Moritz. Ist irgendwie ein riesiges Durcheinander. Das passt alles noch nicht so richtig zusammen für mich. Oh, hallo Andreas. Hallo Karl, er scheint heute beschäftigter zu sein als sonst. Ich bin mit meiner Arbeit im Rückstand. Also bin ich heute Morgen zum Schrein des Heiligen Lords gegangen und habe um seine Hilfe gebeten. Die Kerze, die ich entzündete, war fast abgebrannt, so lange war ich dort. Jetzt muss ich das alles auffangen. Geht ihr sehr oft zum Schrein? Moment, ich muss mal ganz kurz ein bisschen umstellen, mal sehen, dass ich dann trotzdem noch an der Kamera im Bild bin. So, geht's vielleicht. So. Ich gehe normalerweise jeden Herbst, um eine gute Ernte zu haben. Nun, da Helena schwanger ist, versuche ich jede Woche beten zu gehen. Ihre Mutter hatte Probleme bei der Geburt, also habe ich Moritz Hand und Satyas Schrein besucht, um ihre Hilfe zu erbitten. Ich hoffe, dass die Heiligen eure Gebete erhören. Vielen Dank, Andreas, ich auch. Ach, das ist doch alles, aber... Also... Vielleicht ganz kurz mal off the record, also aus dem Spiel heraus. Heiligen Legenden sind speziell. Also wie wir das gerade zum Beispiel an der Geschichte im Kloster hatten, an der zweiten Handschrift. Da geht es ja darum, dass irgendwer, also meistens sind es tatsächlich Männer, oder eigentlich sind es fast, also in den Geschichten sind es immer Männer, irgendwie verkannt werden oder ihr Stand ist verborgen durch eine ominöse Genealogie. Sie werden dann meist doch als die Hochadligen oder die geistlichen Väter erkannt, die sie eben sind. Und zwar aufgrund entweder ihres Verhaltens oder ihrer außergewöhnlichen Schönheit oder idealerweise beidem. Und dann erhalten sie mehr oder weniger den Rechten von Gott vorgesehenen Platz in der Gesellschaft, und wenn es gut läuft, erleiden sie noch das Martyrium und dann sind sie Heilige. Das so laufen in der Regel heilige Legenden ab. Es ist eine total beliebte Textsorte im Mittelalter, wird tausendfach überliefert, 750 Mal abgeschrieben, und so viele Heilige, wie es heilige Legenden gibt, sind mit Sicherheit nie im Heiligen Land gewesen. Aber es ist eine äußerst beliebte Text, oder? Und insofern ist das hier überhaupt kein Wunder, dass wir hier eine heiligen Legende von Moritz hören, der irgendwie in den Pass eingeschneit ist und zufällig dann doch die Lanze berührt haben soll, die Jesus die Seidenwunde beigebracht hat. Das passt alles irgendwie nicht zusammen. Also ein römischer Legionär, das könnte schon durchaus sein. Und tatsächlich ist das Grabmal, was wir unten in der Krypta gefunden haben, erinnert auch an einen römischen Legionär, der natürlich mit der Lanze kämpft. Insofern ist es nicht verwunderlich. Es könnte also durchaus darum gehen, dass in Tassing ein Hinweis darauf ist, dass die ganze Geschichte um das Reliquiar nicht stimmt.
Und möglicherweise ist die Geschichte, die Tassingsche Chronik, der Schlüssel dafür, dass Moritz nicht gleich Moritz ist. Und möglicherweise ist eine Abbildung von Moritz der Schlüssel, in dem einfach irgendwas übermalt worden ist. Ich würde mal tippen, dass es die Blumen sind, die übermalt worden sind. Aber das ist jetzt alles sehr spekulativ. Das wird die Geschichte noch für uns zeigen. Ich schaue noch mal schnell rein. Möglicherweise ist auch hier an diesen, das wird ein Fresko sein, aber möglicherweise ist auch hier wenig dran gearbeitet worden und übermalt worden. Möglicherweise ist das Fresko das Problem. Aber das ist alles zu spekulativ. Verschenken wir mal aber keine Zeit. Ist schon, haben wir schon genug nachgedacht. Sondern gehen mal glatt in Rüdiger, Servus. Und gehen sehr schnell ins Skriptorium. Mal ein bisschen schauen, dass die Kamera noch passt. Ja, das sieht ganz gut aus. So, ich will ein bisschen weggehen. So, dann flitzen wir mal ins Skriptorium und arbeiten weiter. Und bin ja mal gespannt, wie sich die Geschichte da noch entwickelt. So. Ah, Ferenc. Bruder Edok, diese Arbeit, ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Ungleichmäßige Abstände, unsaubere Striche. Ihr arbeitet, als wünschtet ihr euch das Ende dieses Hauses. Bruder Prior, ich arbeite so gut ich kann und widerspreche eurem Urteil. Ich bin zwar nicht schnell, doch ich besitze noch mein Können. Gott sei Dank dafür. Und, Bruder Guy, warum seid ihr noch immer auf dieser Seite? Was stimmt denn nicht mit euch? Sonst kann ich mich immer auf euch verlassen. Es tut mir äußerst leid, Bruder Prior, ich werde härter arbeiten. Ist er mich verschont, offenbar? Ja, muss er ja. Piero, ich fasse es nicht. Baron Rotvogel ist hier, um sich ein Bild über den Fortschritt zu machen. Und mehr habt ihr nicht? Das hätte schon vor Monaten fertig sein sollen. Ist euer Verstand vom Alter so angeschlagen, dass ihr nicht einmal mehr den Wechsel der Jahreszeiten bemerkt? Ihr müsst dafür nicht gerade stehen. Was kümmert es sich also? Wie erwartbar. Entschuldigt, Prior Ferenc, aber ich denke, euer Punkt ist klar. Andreas, ich möchte euch daran erinnern, dass ich der Meister dieses Skriptoriums bin. Ihr seid hier nur Gast. Ihr habt recht, Bruder Prior. Bruder Pierus Arbeit ist unannehmbar langsam. Ihr seid unerträglich, Bruder G. Oh Gott, gib mir die Geduld, dies zu ertragen. Bitte haltet ein. Dies ist meine Arbeit und ich übernehme die Verantwortung. Prior Ferenc hat recht. Prior Ferenc, gehört das mir? Das muss es sein, oder? Das ist es, mein Herr. Ich kann das erklären. Nein, nein, ich will keine Ausreden hören. Ich bin den weiten Weg gekommen und muss ehrlich sagen, dass ich mehr erwartet hatte. Es ist noch bei weitem nicht fertiggestellt und der Stil nun, der ist sehr altmodisch. Ich dachte, ich hätte meine Wünsche klar geäußert. Ich habe das Gefühl, dass meine Großzügigkeit gegenüber Kirsau ausgenutzt wird. Bin ich der Narr in diesem traurigen Stück? Nein, natürlich nicht, mein Herr. Also sagt Gernot. Niemals, wir können das beheben. Selbstverständlich, wir wollen Ihre Wünsche erfüllen. Ah, Andreas, schön euch erneut zu sehen. Ich sag mal lieber nichts. Ja, aber nun gut. Vater Gernot, warum beendet Andreas nicht die Arbeit an den Abbildungen? Er ist dazu in der Lage. Aber mein Herr, warum lasst ihr nicht Bruder Guy die Arbeit erledigen, wenn es um Geschwindigkeit... Nein, nein. Ich spreche nicht von der Schrift. Die ist in Ordnung.
sondern von der Kunst, der Abbildungen. Ich möchte, dass Andreas die anderen übernimmt. Natürlich, soweit Andreas damit einverstanden ist. Wenn das Bruder Piero eine Last von den Schultern nimmt, wäre es mir eine Freude, die Arbeit fertigzustellen. Das wäre geklärt. Ich hoffe, das mindert eure Sorgen, mein Herr. Ausgezeichnet. Darf ich darauf hoffen, dass wir zusammen zu Abend speisen, Vater Abt? Natürlich, mein Herr. Wunderbar, ich möchte, dass Andreas sich uns anschließt. Mein Herr, ich habe bereits zum Abendessen. Bin ich ehrlich? Ich bin ehrlich. Unfug. Ihr könnt jeden Tag mit ihnen essen. Ich bin nur heute hier. Also, Vater? Nun, das wäre sehr ungewöhnlich. Ob es nun ungewöhnlich ist oder nicht, ich denke kaum, dass mein guter Freund, der Fürstbischof, weitere Gäste an seiner Tafel ablehnen würde. Was meint ihr? Ich verstehe. Ja, ihr habt recht. Natürlich, Andreas kann mit uns essen. Ich freue mich schon darauf. Also Lorenz lässt nichts anbrennen. Ihr habt das geplant. Ihr müsst am Morgen eure Krallen in den Leib des Barons geschlagen haben, als ihr ihn der Stadt empfohlen habt. Ja, ich nehme die mittlere. Warum seid ihr wütend auf mich? Ich versuche zu helfen. Bruder Prior Andreas trifft keine Schuld. Es ist meine Schuld. Ja, das ist es. Ihr habt mich, den Abt, die Abtei in Verlegenheit gebracht. Prior Ferenc hat selbstverständlich recht. Es ist kein Wunder, dass wir nicht mehr Aufträge erteilt bekommen. Wie könntet ihr dem Prior nur eine Minute lang keinen Honig ums Maul schmieren? Brüder, Illuminata schreit, oje. Wenn ich bitten darf, Schwester Stanna und ich würden es bevorzugen, wenn ihr Ruhe einkehren lassen könntet. Es klingt hier, als würde Samson die Philister erschlagen. Natürlich. Zurück an die Arbeit, alle. Nun gut, das war alles andere als wundervoll, aber was nützt es, über verschüttete Milch zu klagen? Ich sollte meine Arbeit zu Ende bringen und mich dann im Lavatorium waschen, um an der Tafel des Abts zu Abend zu essen. So, es ist Abend. Ich bin offensichtlich hier allein. Oh. Dann schauen wir uns das doch mal an. Jetzt können wir es ansehen. Ich frage mich, was Prior Ferenc mit diesem Buch wollte. Aus der Bücherei der Universität von Fünf Kirchen. Die Ungarn nennen es Pesch. Daher stammt Ferenc also Ungarn. Doktor der Theologie Georg von Kran. Ein Freund von ihm? Ein Text über Astronomie, wie es scheint. Ich bin damit nicht vertraut. Bastarder Schrift burgundisch, flämisch, nicht von hier und nicht neu. Aha, aha. Aber also Kommentare. Das ist eindeutig Ferenc Handschrift. Zwischen den Zeilen und an den Rändern. Notiert er den Text für seinen persönlichen Gebrauch? In jedem Fall ist es ein sehr gründlicher Kommentar. Was ist das? Sieht hingekritzelt aus. Eine Schlampigkeit sieht Ferenc gar nicht ähnlich. Und er hat nicht einmal die Tinte abgelöscht. Das sieht man hier, dass er auf der anderen Seite durchdrückt. Waage, Steinbock, Widder. Alles astrologische Symbole. Was steht drunter? Griechisch, ganz sicher.
Aber das ergibt keinen Sinn. Das ist nicht einmal ein Wort, nur ein Durcheinander von Buchstaben. Das muss eine Art Chiffre sein, aber wie lautet der Schlüssel? Moment, auf der Welt, die ich gefunden habe, sind griechische Buchstaben. Sie müssen zusammenhängen, aber wie? Der äußere Ring ist mit alchemistischen Symbolen versehen, aber diese Chiffre hat astrologische Symbole. Irgendwas übersehe ich hier. Ich schätze, ich werde es zu gegebener Zeit herausfinden. Aber ich schreibe es lieber jetzt ab, damit ich es später nachlesen kann. Okay. Das ist nicht so eine ganz unwichtige Information. Schauen wir weiter. Es regnet schon. Ich würde jetzt mal Folgendes probieren. Also Lorenz hat mich ja gewissermaßen bei den Druckers ausgeladen. Und so ganz recht ist mir das nicht. Ich würde wenigstens versuchen, mich bei den Druckers zu entschuldigen. Also, ne, das ist irgendwie, das gebietet vielleicht der Anstand. Und wer weiß, vielleicht, also das Spiel gibt mir dazu die Möglichkeit, mich nochmal anders zu entscheiden. Muss mal ganz kurz anders hinsetzen. Also das Spiel gibt mir die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Und da können wir das ruhig tun. So ist gut. Ach, wenn ich sonst mit dem Steam Deck spielen würde, würde ich auch nicht anders sitzen. So. Da flitzen wir mal schnell hin. Das ist ja, es ist ja wirklich nicht weit weg. Huch, was ist das? Till? Hallo Meister Maler. Hallo Till. Habt ihr jemals eine schönere Aussicht genossen? Solche Sehenswürdigkeiten gibt es in den Städten nicht, richtig? Es ist schwer zu glauben, dass die Römer hier draußen eine Stadt gebaut haben und wir haben diese Strukturen einfach verfallen lassen. Ach ja, die alten römischen Ruinen. Tassim ist voll davon. Das sind echte Wunder. Ich achte nicht so sehr auf die Inschrift, weil ich selbst kein Latein lesen kann. Aber euch könnte es gefallen, einmal einen Blick darauf zu werfen. Ihr müsst mir dann erzählen, ob sie mit den alten Legenden übereinstimmen, die ich gelesen habe. Was für Legenden? Tja, als Vater Matthias abwar, durfte ich Bücher aus der Bibliothek der Abtei ausleihen. Ich glaube, ich hatte die Hälfte dieser Bibliothek gelesen, bevor Vater Gernot ab wurde. Heute befinden er und Vater Thomas streng darüber, welche Bücher gelesen werden sollten. Bücher sollen Gott verherrlichen, heißt es, und nicht die alten heidnischen Sitten diskutieren. Dennoch sind die Berichte der Römer in Tassing meine Favoriten. In dem alten Buch stand, wie der römische Ritter Gaius Metellus, Räter besiegte. Ja, ich glaube, das war's. Die Räter, auch Räter geschrieben, waren ein Stammesvolk in den Ostalpen. Nach der Eroberung durch die Römer wurden sie loyale römische Untertanen. Ein Großteil ihrer Kultur ging verloren. Ja, da wird schon eher ein Schuh draus. Gaius Metellus. Gaius Metellus. Kann ich mir das merken? Starker Schneefall hielt ihn in diesem Tal gefangen. Barbaren auf allen Seiten, als Mars dem Ritter einen Wolf schickte. Das ist der Kriegsgott. Hm.
als Mars ihm einen Wolf schickte. Anstatt die Beste zu töten, folgte Gauss ihr zu einer magischen Quelle mit Bäumen, an denen allerlei Früchte hingen. Mars schickte den Wolf an die Quelle und Gaius Metellus gründete zu seinen Ehren Tassing, nachdem er die Barbaren besiegt hatte. Da kam das alles her. Das klingt sehr nach der Geschichte, die Bruder Mathieu mir über den heiligen Moritz erzählt hat und die römischen Götter natürlich. Daran hatte ich nicht gedacht. Beide wurden in diesem Tal eingeschneit, nicht wahr? Und in der Nähe einer Quelle gerettet. Na so, ein Zufall. Ich frage mich, ob es dieselbe Geschichte ist. Oh, ich weiß nicht. Über all das, Meister Maler. Viele Geschichten gerade im Laufe der Jahre durcheinander. Es mag alles nur eine Fabel sein, aber mir gefällt die Geschichte trotzdem. Es ist ein gutes Gefühl, mit jenen verbunden zu sein, die vor einem kamen, auch wenn es nur durch das Land ist, auf dem man lebt. Weise Worte, mir geht es genauso. Es war schön, mit euch zu plaudern, Meister Maler, aber jetzt sollte ich lieber wieder an die Arbeit gehen. Ihr lasst mich wissen, wenn ihr in dieser Bibliothek besonders gute Bücher findet, ja? Mache ich. Bis später, Till. Es war doch mal interessant. So, der Schrein des heiligen Moritz. Ich dachte, sieht doch alt aus. Ja, vielleicht ist es nicht Moritz, sondern Gaius Metellus, oder? Den Namen muss ich jetzt noch 3-4 Mal sagen, damit ich mir den auch merken kann. So, wir gehen nochmal schnell an das Druckerhaus. Das ist mir jetzt schon wichtig. Ich hoffe, dass ich mich da irgendwie rausreden kann. Okay, ich kann gar nicht reingehen. Gut, dann scheint es jetzt nicht wichtig zu sein für die Geschichte, ob ich da will ich hin. Nicht in den Wald, sondern so wie es üblich. Ob die Gertrude bei Satya ist? Wir gucken einfach mal. Es rennt ja nicht weg. Es rennt ja alles nicht weg. Adams zu Hause, hä? Bin ich jetzt falsch abgebogen? Was? Ach, ich bin dort abgebogen. Adams zu Hause? Der Großteil des Holzeinschlags ist für die Renovierung der Abtei und als Brennholz bestimmt. Darf noch Stöcke sammeln. Ich will jetzt keine neue Geschichte hier anfangen. Aslaf? Adam. Oh, Meister Maler, einen Köhler. Ja. Ich glaube, wir sind uns bereits begegnet. Ihr habt etwas beim Wasserfall gemalt. Ich bin der verrauchte Adam. Naja, so nennen mich die Leute. Du bist der Köhler. Ja, ich muss hier draußen im Wald bleiben, in der Nähe des Ofens. Kann ich etwas für euch tun? Nein, ich will nur freundlich sein. Oh, natürlich ist es schön, euch zu sehen. Bis zum nächsten Mal, Meister Maler. Bis dann. Das ist sehr eigenwillig. Watzlaw? Hallo. Hallo, ihr seid nicht von hier, oder? Nein, ich bleibe nur kurz in Tassing. Warum wir draußen im Wald bleiben? Die Leute mögen die Romani nicht. Besonders. Die meisten Leute verachten alles, was anders ist. Deshalb bleibe ich hier gern am Rand der Stadt. Anders ist nur anders, nicht besser oder schlechter. Nicht für die meisten Leute. Ich habe euch noch nicht oft gesehen. Wohnt ihr hier? Ich bin auch nur auf Besuch in Tassing. Mein Name ist Andreas, Andreas Maler. Oh, ihr seid der Künstler, der in der Abtei wohnt. Freut mich, euch kennenzulernen. Die meisten Leute in Tassing kommen nicht hierher, um zu reden.
Ja, richtig, ich bin Watzlaw, ein reisender Kesselflicker. Ich reise von Ort zu Ort, schärfe Messer, flicke kleine Dinge, die repariert werden müssen. Solche Sachen. Brauchen die Leute von Tassing oft Kesselflicker? Alle Leute haben abgebrochene Klingen und kaputte Räder oder lose Scharniere und abgenutzte Werkzeuge. Ich bin die meiste Zeit auf Wanderschaft. Aber ein wenig Arbeit finde ich überall. Ich bin hier, um mir die Bibliothek von Kirsau anzusehen. Ich hatte gehofft, dass einer der Mönche sie mir vorliest, aber der Abt wollte mich nicht einlassen. Niemand außer den Schwestern darf in die Bibliothek. Ich bin nicht überrascht, dass sie euch abgewiesen haben. Ah, wonach habt ihr gesucht? Nun, ich erkläre, dass ich einen Text über die Elemente suchte. Wenn sie primordial sind, wie Aristoteles sagt, dann hat Gott sie nicht erschaffen. Sie existieren mit ihm seit Anbeginn der Zeit. Ah. Das ist eine faszinierende Idee. Nicht nur das, es erklärt die Anwesenheit der Engel und Dämonen vor der Erschaffung der Welt. Von den fünf Elementen sind die Engel Feuer und Luft, die Dämonen Wasser und Erde und die Welt war Äther, bevor der Herr sie formte. Deshalb erschien Satan Eva als Schlange. Schlangen können nur in tiefen Höhlen und Becken leben. Seid vorsichtig, Wasser. Für ein solches Gerede wurden Leute schon eingesperrt. Das ist mir wohl bewusst, Meister Maler. Trotzdem danke ich euch für euer Mitgefühl. Wie auch immer, ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Bis später, Watzlaw. Okay. Recht freigeistiges Gesindel hier draußen im Wald. Sehr cool. Ja, sehr cool. Und gleichzeitig wie mit Sepp hat schon so ein bisschen die Charakteristik des Fremden und Anderen mit reingebracht. Also der in dieser mittelalterlichen Stadtkultur eigentlich verloren ist. Ah, da waren wir. Aber wir schauen mal schnell, ob möglicherweise Gertrude da ist. Nee, schade. Aber schauen wir schnell. Eine Stützerei der Heiligen sagt ja anscheinend ziemlich alt. Ja, das ist keine. Okay, sie ist Heidin, ne? Sie rettet ja den Moritz in der Legende, woraufhin sich dann Tassing bekehrt. Aber Leute, komm, das ist doch keine. Das sind doch nicht zwei Geschichten. Ich darf nur den Namen nicht vergessen: Gaius Metellus. Was ist das? Das ist der Wasserfall, den Watzlaw gerade erwähnt hat. Verfault und voller Käfer, kein Wunder, dass Otto es nicht aufgeteilt hat. Was soll ich hier machen? Ist das die Quelle? Der Wasserfall muss vor der Schneeschmelze in den Bergen oberhalb der Abtei stammen. Ist das die Quelle, die die Legende meint? Alte Salzmine. Mensch, das ist die, die angelegt worden ist von den Heiden. Die alte Salzmine von Tassing, mit der die Stadt Geld verdient hat, bevor es die Reichsstraße gab. Okay. Gut. Also hier kann ich offensichtlich noch nichts machen. Bin ich zu früh da. Aber es ist nicht schlimm, dass wir jetzt hier schon mal hergeschaut haben. Da verläuft man sich dann im Zweifelsfall kein zweites Mal. Man hat schon mal so einen Eindruck, das könnte die Quelle sein. Und auch der Schrein der Satyr steht direkt neben der Quelle. Und es ist ja egal, warum irgendwas den Schnee verdrängt hat. Aber wenn die Zeit schon nicht drängt, schauen wir uns doch mal
Mach die Mühle und das Aquädukt an. Okay. Was für eine seltsame Mühle. Der Wind dreht die Segel und das treibt den Mahlstein an. Ja, ist eine Windmühle, oder? Du hast hier Staub. Das ist aber ein schöner Hund. Das sieht mir jedenfalls nicht so dahergelaufen aus. Sondern... Das hat schon was von einem recht teuren Jagdhund. Klaus Fenster, die müssen ein Vermögen gekostet haben. Müller sind reiche Leute. Ah ja, können wir gar nicht viel machen. Hier im Hintergrund sieht man die... Sieht man die Abtei. Auch ziemlich gut den Berg für. Das ist die Bibliothek hier, das große. Das ist die Bibliothek. Das ist dann offensichtlich das Skriptorium. Das ist der Kreuzgang und hier ist die Kirche mit Turm. Das ist schon interessant, das mal so aus der Perspektive zu sehen. Aber ich wollte noch die römischen Ruinen anschauen. So. Na, das sieht mir aber nicht nach. Das hat ein Kind gemalt. Kinderzeichnung, von wem stammen die wohl? Na, da können wir doch mal die Kinder fragen. Da können wir doch mal die Kinder fragen. Eingestürzt, so gelangte man wohl zum Aquädukt. Na, da bin ich mir nicht sicher. Gut, also, hat jetzt nicht viel hervorgebracht, außer die Kinderzeichnungen. So, und jetzt können wir ja ganz entspannt ins Laboratorium gehen und dann zum Abendessen. Ah, das hat sich gelohnt, dieser kleine Ausflug. Und ich hoffe mal, dass die Geschichte jetzt schneller geht ins Laboratorium, ist im Kreuzgang zum Händewaschen. Ist eine sehr, sehr schöne Stimmung, wie ich finde. So, da, Laboratorium. Und Hände waschen. Andreas, ich freue mich, dass du mit uns zu Abend isst. Wenn auch die Umstände wahrlich ungewöhnlich sind. Ich werde nicht mit dir sprechen können. Keiner der Brüder kann das, aber es wird gut tun, dich bei uns zu haben. Das ist schade, ich genieße unsere Gespräche sehr. Nun, das trifft natürlich nicht auf dich zu, am Tisch des Abtes. Du kannst so viel reden, wie du willst. Allerdings würde ich davon abraten, Vater abzieht mit Missfallen auf untätiges Geschwätz. Ich wünschte, du könntest meinen Platz einnehmen, Bruder Piero. Die Ehre steht dir zu. Und es tut mir leid, wie dich der Prior behandelt hat. Das ist nicht gerecht. Es ist erniedrigend. Oh nein, mein Sohn. Du musst dir um mich oder meinen Stolz keine Sorgen machen. Und wir alle brauchen von Zeit zu Zeit etwas Demut, um mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu bleiben. Nein, Andreas. Du bist mein Stolz. Ich kann nicht behaupten, dir viel beigebracht zu haben, aber ich bin stolz, dich in deiner Arbeit gekannt zu haben. Und wenn du uns alle hier in der Abtei Kirsau zurücklässt, dann kannst du deinen Freund Lorenz, den Baron Rotvogel, bitten, dir bei deiner Karriere zu helfen. Er hat Unrecht, weißt du? Ferenc irrt sich, wenn er denkt, du warst langsam. Mach dir keine Gedanken darüber. Die Zeit vergeht für uns alle, die Dinge ändern sich, die Zukunft überschreibt die Gegenwart. Pentimenti. Du brauchst dich nicht zu fürchten, vor nichts, solange du selbst und Gott treu bleibst. Nun muss ich schnell ins Refektorium zu meinen Brüdern, wir sehen uns dort. Ja, schnell. Piero, gute Seele. So, jetzt war das Licht doch zu schlecht. Deswegen habe ich mal ganz kurz gewechselt und bin wieder an
dem Platz, der gewohnt ist, gehen wir schnell ins Refektorium. Jetzt wird's spannend. So, vielleicht ganz kurz, was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass, und das lag so nahe, aber deswegen hole ich es jetzt nach. Während man isst, nimmt man körperliche und geistige Nahrung zu sich, und die geistige Nahrung kommt in dem Fall von Mathieu, der hier liest. Und wir schauen mal ganz kurz nach der Sitzordnung. Wir haben unseren vertrauten Lehrer, dann haben wir den missmutigen Mönch aus Cornwall, der den Fisch nicht mag, Lukas, den Küchengehilfen, Florian, Guy, Volkbert, den Novizen, Voislav, den Meister über Küche und Keller und Vorräte, Seppard und Rüdiger, die hier ein bisschen abseits sitzen, was schon erstaunlich ist. Also, Seppard sitzt mit Rüdiger. Ja, wer weiß, was das zu bedeuten hat. Und neben Gernot, dem Abt, sitzt der Prior Ferenc und Thomas, der Dorfpfarrer. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die Szene entwickelt. Andreas, wie schön, dass ihr euch zu uns gesellt. Seid bedankt, mein Herr. Vater Gernot, Vater Thomas, Prior Ferenc. Sitzen Sie. Und Mathieu liest, da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Na, Schlüsseltext. Oder das Matthäus-Evangelium. Wunderbar. Und Jesus antwortete: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Hast du viel von Matthäus gelesen, Andreas? Also Lorenz Bibelfest. Na, wundert auch nicht um diese Zeit. Einiges, ja. Gernot ist brüskiert, weil wir sprechen. Ich will dir das Fehler da nicht zu schweigen einfach. Ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben. Alles, was du auf Erden bindest, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden löst, soll auch im Himmel gelöst sein. Eine der Grundfesten der römischen Kirche, Petrus als Nachfolger Jesu Christi, und das Papsttum in der Nachfolge von Petrus. Dann sagte er seinen Jüngern, dass sie niemandem sagen sollen, dass er der Messias ist. Alles, was du auf Erden bindest, soll auch im Himmel gebunden sein. Das erinnert mich an etwas, Vater Gernot. Habt ihr schon etwas von Martin Luther gelesen? Das ist ein direkter Affront. Ja, also auf diese zentrale Inthronisation Petrus, ja, auf den sich die römische Kirche beruft, mit einer Frage nach Martin Luther zu beantworten. Das kann man geschickter einfehlen, aber ich glaube, Lorenz ist kein Diplomat. Er ist Geldgeber. Ich kann nicht behaupten, dass er hat einige unglaubliche Ideen über die Kirche. Brillant, sage ich. Mein Herr, mundet es euch. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, hat euch unsere Wachtel bei eurem letzten Besuch geschmeckt. Die Wachtel? Mein Gott, Vater Abt. Die Wachtel ist gut, aber findet ihr denn nicht, dass Luthers Ideen es wert sind, besprochen zu werden? Er spricht über die Zukunft der Kirche und rüttelt an Grundfesten, wie wir es noch nie erlebt haben. Vater Thomas, ihr seht doch auch den Wert in seinen Ideen, nicht wahr? Mein Herr, ich möchte nicht unhöflich wirken, aber das tue ich nicht. Bruder Mathieu, richtig? Wie passend. Also zu Matthäus. Was denkst du über Luthers Angriffe auf den Ablasshandel der Kirche? Mathieu kann nicht und darf nicht antworten. Baron, bitte zieht keine der anderen Brüder in dieses Gespräch. Also gut, was ist mit Andreas? Sicher kann ein Mann, der die gleiche Universität wie Martin Luther besucht hat, ein paar Gedanken zu dessen Werk vortragen.
bedeutet, puh, er hat mich. Hat er nicht studiert? Oder hat er nichts von Luther gelesen? Was würde ich in der Situation tun? Also vielleicht ganz kurz mal. Also der Ablasshandel wird gern mit Luther in Verbindung gebracht. Das ist aber gar nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist tatsächlich, dass er postuliert, dass man nicht durch Werkgerechtigkeit, sondern allein durch Gnade zu Jesus Christus kommt. Dass der Glaube ein Geschenk Gottes ist. Und dass es mitnichten die Stellvertreterschaft des Papstes ist, die Christenheit begründet, sondern der individuelle Glaube. Daneben die ganze Reliquien- und Heiligenverehrung, weshalb der Reformationstag und alle Heiligen irgendwie ziemlich nah beieinander liegen. Und eine zentrale Geschichte, die hier erzählt wird in diesem Spiel, ist die von einem heiligen Moritz, die mit, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, Gaius Metellus, seltsam nah beieinander steht. Also, ich habe jetzt die Wahl, ob ich aufschneide und den Abriss kehre und den Prior und Thomas und alle anderen, die hier sitzen. Außer vielleicht Piero. Oder ich sag nichts. Warum nicht? Wo sollen wir anfangen? Ja, ein Streitgespräch. Wundervoll. Warum fangen wir nicht mit den 95 Thesen an? Es reicht. Das war eine von den emotionalen Ausbrüchen, auf die Jennifer Schild hingewiesen hat. Also eine Möglichkeit. Andreas, du solltest es besser wissen. Lord Rotvogel, ihr seid ein Gast von hohem Ansehen in unserem Hause, aber meine Geduld ist erschöpft. Ihr werdet Luthers Werke weder mit Andreas, Thomas, Mathieu noch mit irgendeinem anderen Bruder besprechen. Haben wir uns verstanden? Ich habe verstanden, Vater. Es ist eure Abtei, aber ihr nehmt daran zu viel Anstoß und fürchtet euch zu sehr davor, euch zu verändern. Ob nun durch Luther oder jemand anderen, es wird eine Reformation der Kirche geben. Das müsst ihr akzeptieren. Hier sitzt übrigens Seppert, ja, der gerade noch über das Konzil von Konstanz gesprochen hat. Was? Oh, das ist schön mit den Tintenspritzern. Das wird immer lauter. Und zwar, weder ihr noch Martin Luther diktiert der Heiligen Kirche nach Lust und Laune Veränderung. Dieses Gerede ist mehr als bloße Beleidigung. Es ist Blasphemie. Ungeheuerlich. Wie könnt ihr es wagen? Ich verstehe. Ich habe Grenzen übertreten und wohl für uns alle das Abendessen ruiniert. Verzeiht. Trotz der Ärgernisse werde ich an meiner Bezahlung des Manuskripts und der Spende in Form meines Exemplars der Historia-Tasse hier festhalten. Wenn ihr nicht akzeptieren könnt, was die Zukunft bringt, wird es vielleicht Zeit, dass ihr mit eurer Vergangenheit abschließt. Nun, ich will eure Geduld nicht überstrapazieren. Peter, Brüder, Andreas, ich wünsche eine gute Nacht. Warum, Andreas? Warum habt ihr euch darauf eingelassen? Ich habe mehr von euch erwartet. Nun denn, ich muss dich bitten zu gehen, damit ich im Vertrauen mit den Brüdern im Kapitel sprechen kann. Bruder Piero, bitte begleite Andreas hinaus. Ich werde mich auch verabschieden. Gute Nacht. Thomas geht auch. Piero bringt uns nach draußen. Sorge dich nicht um Vater Gernot und den Baron. Sicher renkt sich das mit dem nächsten Morgen wieder ein. Ich hoffe, der Vater Abt kann erkennen, dass das Herz des Barons am rechten Fleck ist, auch wenn er den falschen Augenblick wählt, es auszudrücken. Es erscheint mir unwahrscheinlich. Das mag sein, aber wir dürfen nie die Hoffnung verlieren. So oder so hoffe ich, dass der Baron während seiner restlichen Anwesenheit die Wünsche des Abtes respektiert, um unser aller Willen. Bruder Piero, was haltet ihr von Martin Luthers Ideen?
Ach, das sollen jüngere und weisere Menschen beurteilen. Gott sei Dank bin ich nur ein Mönch. Gute Nacht, mein Sohn. Ah, wie schön er sich zurückzieht hinter die Mauern seines Klosters. Das ist sein gutes Recht. Noch ein paar Seiten, ein heikles Abendessen. Ich sollte mir etwas Schlaf genehmigen. Na dann. Ich gehe doch mal in den Schrein. Ich weiß nicht, irgendwas reizt mich an diesem Schrein. Ich habe das Gefühl, irgendwas übersehe ich. Die Blume. Das ist alles nichts, das haben wir alles schon gehabt. Die Hand, auch die Hand, da kann ich nichts anschauen. Da kann man nichts dran erkennen. Das ist jedenfalls eine keine römische Rüstung. Das sieht ein bisschen übermalt aus hier, ne? Das Kreuz sieht auch nachträglich aufgemalt aus. Ach, das, ich weiß es nicht. Das macht mich verrückt. Einem so eine Idee mit den Pentimenten in den Kopf zu setzen. Wahnsinn. Jetzt gucke ich hier nach jeder übermalten Linie. Im Gästehaus brennt noch eine Laterne. Lorenz muss noch wach sein. Wie mag es ihm gehen? Und was dachte er sich dabei? Er ist ein Baron und er musste doch wissen, dass das nicht gut geht. Der Sturm scheint nicht schwächer zu werden. Ich sollte zurück zu den Gärtners gehen. Ja, aber vorher können wir noch mal probieren, ob wir ins Gästehaus reinkommen. Es geht schon. Ist verschlossen. Na, dann gehen wir mal. Wer weiß, vielleicht passiert noch was auf dem Weg. Was ist das? Alles in Ordnung, Meistermaler? Ich glaube, dass ich soeben vielleicht die physische Manifestation eines spirituellen Wesens gesehen habe. Den Geist? Ja. Es könnte ein Römer sein. Vielleicht sogar ein alter Heide. Es wäre nicht das erste Mal, dass Leute in dieser Gegend Geister sehen. Ich glaube nicht, dass es ein Geist war. In Ordnung. Also ich glaube, ich habe Johanns letztes verlorenes Schaf gefunden. Ich gehe jetzt nach Hause. Das ist ein toller Typ. Pass auf, er ist Meister Maler. Das werde ich. Vielen Dank. Gute Nacht, Till. Das ist ein cooler Typ. Geh noch mal zu Satya. Nicht ob die. Ich hoffe ja, dass ich die Gertrude irgendwann mal erwische. Niemand da. Ach, das ist ärgerlich. Das wird jetzt so passen, ne? Irgendwie so ein Nebengleis und dann schaut man da hin und dann hockt Gertrude da rum. Werfen mal noch einen Blick auf die Karte. Das Gefühl, dass irgendwas habe ich noch nicht besucht. Die Mühle war ich, bei den Ruinen war ich, Schrein war ich, am Wasserfall, an der alten Salzmine war ich. Jetzt glaube ich, habe ich es erstmal alles im Blick. Das fühlt sich gut an. So, Tagebuch. Das haben wir gelesen, das haben wir gelöst. Menschen. Adam, das kam neu dazu. Watzlaw kommt noch dazu, genau. Watzlaw.
Er hilft bei der Köhlerei. Gut, dann haben wir das alles an dem Klosserarm. Schauen wir mal noch durch. Mars. Moritz. Wolf. Das ist alles zu bunt. Das ist alles zu farbenfroh. Okay. Gaius Metellus, ne? Der Schrein des Heiligen Moritz. Die Statue sieht alt aus. Das sieht nicht aus nach einem U, das hier kommt. Könnte das ein Denkmal für Mars gewesen sein? Also der Gaius Metellus gerettet hat. Ah, nein. Fahles Pferd, reglos am Boden. Hallo, ist alles in Ordnung mit euch? Gene, Martin, das kahle Pferd der Tod. Das fahle Pferd der Tod. Schwester, hör auf meine Stimme. Hörst du mich? Mal ja. Ja, Vater, ich höre euch. Bin ich hier? Ist das hier jetzt? Ja, du bist hier bei uns und im Jetzt. Ich bitte um Verzeihung, Andreas. Das muss sicher doch beängstigend gewesen sein. Geht es ihr gut? Ja, durchaus. Schwester Amalie ist eine Mystikerin. Der Herr gewährt ja immer selbst, wenn man schnell wegklickt. Einige furchteinflößender als andere. Also Vision. Was tut sie da drin? Wohnt sie in der Kirche? Sie lebt dort, ja. Ich bin etwas überrascht, dass ihr sie noch nicht bemerkt hattet. Kämt ihr öfters zur Messe, würdet ihr sehen, dass ich ihr die Kommunion durch das Fenster ihrer Zelle zuteil werden lasse. Ich habe Zelle? Eine Klausnerin. Das ist eine Inkluse, eine Einsiedlerin, die Gott so treu ergeben ist, dass sie sich in eine Zelle neben der Kirche zurückgezogen hat. Für die Welt ist sie tot, doch sie führt ihr spirituelles Leben im Gebet und religiöser Einkehr fort. Und selten einmal erfährt sie Visionen, ebenso großartig wie schrecklich. Stammt sie aus Tassing oder war sie eine Nonne in Kirsau? Weder noch. Sie kam aus einer Benediktinerabtei in Niederbayern zu uns, die durch ein Feuer zerstört wurde. Ich bin ihr Beichtvater und kümmere mich um sie. Viele Inklusen können nicht lesen. Ich schreibe ihre Visionen nieder, um bei der Deutung zu helfen. Ich dachte, alle Mönche nun von Kirsau könnten lesen, selbst der arme Bruder Volkbert. Danke, Vater Thomas. Ich muss nun ruhen. Na, sie kann offensichtlich lesen. Also zumindest entspricht die Schrift der Cecilia und es hat dem ab. Danke, Vater Thomas. Ich muss nun ruhen. Oder eben doch nicht. Natürlich, Schwester. Es klingt, als spürte sie große Schmerzen. Das tut sie. Kurz schauen, ob die Kamera passt. Ja. Ihre Pein ist körperlich und spirituell. Ihr spirituelles Leid stammt aus ihren Enthüllungen. Sie kommen und gehen und ich bemühe mich, hier beizustehen, so gut ich es vermag. Es ist so, das Muster, das sie durcherzählt wird, ist das von Mechthild. Die Schmerzen, also Mechthild von Magdeburg. Die Schmerzen des Körpers stammen aus einer Deformierung des Rückgrats und Gelenkleiden. Ich kenne kein Mittel dagegen, außer die Gebete zum Allmächtigen. Schwester Amalie sagt, sie habe eine Vision des Todes gehabt. Könnte jemand in Gefahr sein? Oh nein, bitte seid nicht voreilig. Ihre Visionen sind göttlich und machtvoll, aber sie könnten Unterschiedliches bedeuten. Manche ihrer Offenbarungen brauchen Jahre, bis wir sie verstanden. Manche werden wir nie verstehen, wie es dem Herrn gefällt. Aber der Streit zum Abendessen war recht bedrückend. Vielleicht hat er unsere Gedanken mit Schatten verdüstert.
Nun, die gute Schwester scheint wieder vom Schlaf empfangen worden zu sein und ich muss selbst mein Bett aufsuchen. Gute Nacht, Andreas. Gute Nacht, Vater. Es sind doch alles gute Kerle. Da schläft sie an der Seite. Die Druckers sind da. Hineingehen kann ich nicht. Gehe ich nochmal zur Mühle hoch. Oder vielleicht zur Tier, zu der alten Hexe. Es ist zwar überall noch Licht, aber es ist auch alles verschlossen. Kann ich nirgendwo reingehen. Ist echt speziell. Diese Holzschnitzereien sind ziemlich merkwürdig. Was du nicht sagst. Ziemlich heidnisch. Die hat echt bestimmt noch eine ganze Menge zu erzählen. So, gehen wir mal herunter. Bauershof. Na, die sind nicht so arm, wie es aussieht. So, da kann ich nicht hingehen. Die halten Bienen. Das nehme ich mal lieber mit als Info. Wer weiß, ob das für irgendwas wichtig ist. Hält Bienenstöcke für Honig und Wachs. Gärtnershof. Schön, die Schweine. Finde ich gut. So. Dann gehen wir mal rein. Das ist der kranke Peter. Ach, das ist ein armer Seelen, ey. Guck dir das an. Du kannst es nicht mal erkennen. Also es scheint Peter und Clara zu sein und die kleine Ursula. Wo schläft denn die Eva? Der Wahnsinn. Und für mich so ein Riesenzimmer. Mit eigenem Bett. Gut, es regnet rein, aber harmlos. Wahrscheinlich aus der Bibliothek. Ich sollte wirklich aufräumen. Ja, vor allen Dingen die Sachen in die Bibliothek bringen solltest du. Mann, Mann, Mann. Spät. Ich sollte im Schlaf neue Kraft gewinnen. So, das wird auch der Punkt sein, an dem wir jetzt aufhören, um im Schlaf neue Kraft zu gewinnen. Und es ist sehr spannend, wie die Geschichte im Moment sich darstellt. Also sie eskaliert so ein bisschen langsam in die Richtung und ich bin gespannt, wie es an der Stelle weitergeht. Ob jetzt die Auseinandersetzung wegen Luther sein musste, ja oder nein, weiß ich nicht. Es wird aber spannend um die Geschichte dieses Heiligen. Und wie gesagt, die Geschichte, also die Chronik Tassings, die hätte ich jetzt langsam gerne mal in Händen. Das verbotene Buch, das wir von Illuminata mitgenommen haben, das französische, kann ich jetzt nirgendwo im Inventar finden. Vielleicht wird das an der einen oder anderen Stelle nochmal relevant. Vielleicht drücke ich das Mathieu oder Guy mal in die Hand und frage, was drin steht. Vielleicht war das aber auch eine Nebengeschichte, die gar nicht so relevant ist für das ganze Thema. Ja. Wie dem auch sei, ich würde an der Stelle das Ganze mal beenden und freue mich schon wirklich sehr, wirklich, wirklich sehr auf die vierte Folge in diesem Let's Play und bin gespannt, wohin sich die Reise hier im Pendiment entwickelt. Es lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Also bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao.